Mahlzeit, liebe Leute, hier ist wieder der Tom mit einem neuen Tom Spielt Video. Super, Juchei, Freude, Konfetti. Ja, heute zocke ich mal auf der PS3. Alien Rage ist es, ein Download-Titel. Den könnt ihr für knapp, ich muss lügen, 20 Euro im PSN Store kaufen. Alien Rage gibt es nicht nur für die PS3, sondern auch PC und Xbox 360. Gut, hier sind wir schon mal im Hauptmenü. Und hier können wir sehen, Kampagne, Spiele, Extras, Statistiken, Bestlisten, Optionen und herunterladbare Inhalte. Spieler-Extra ist ganz witzig. Da haben wir sogenannte Perks, die müssen wir freischalten. Und das können wir nur, wenn wir überdimensionale Punkte zusammensammeln. Also für jeden Abschuss bekommen wir Punkte oder egal, was wir machen, bekommen wir Punkte. Und da öffnet sich dann nachher diese Perks hier. Und auf der rechten Seite können wir dann unser, ich sag mal, Skill auswählen. Entweder mehr Munition oder ich glaube, bei so und so viel Treffern kriegt man Leben dazu und. Also man muss auf jeden Fall da auch ein bisschen was investieren, weil Alien Rage ist scheiß schwer. Ich habe es gezockt, ich habe es auf ganz einfach gezockt und ich muss sagen, wirklich schwer. Gut, Alien Rage, was soll ich dazu noch sagen? Die Story läuft nebenbei, da möchte ich auch jetzt auch gar nicht so viel drauf eingehen. Da sollt ihr selber das bisschen verfolgen, aber es geht hauptsächlich daran, wütende Aliens abzuknallen. Und ja, damit fangen wir doch einfach mal an. Starte eine neue Kampagne. Und ich sag's nochmal, nimmt anspruchsvoll. Das ist schon sauschwer. Also, und wenn wir jetzt hier brutal nehmen, ich glaube, dann komme ich wahrscheinlich noch nicht mal zwei Meter ja, voran. Also anspruchsvoll. Und dann gucken wir uns jetzt mal ganz gemütlich das Intro an. Müsste auch gleich losgehen. Intro! Intro. Asteroid Deimos 875. For billions of years, this hunk of rock just sat here in the most godforsaken quadrant of the universe. It just sat here cooking up its special blend of promethium. An energy source so powerful it can fuel an entire planet. Or blow it to hell. Our science pukes back home sent out thousands of probes to search for this crap. And once we found the mother lode, shit, everything changed. We arrived first and laid claim to the rock. Now it was our rock, our promethium, and business was good. Then the Varus arrived. Sure, they looked different than us, but they wanted the same goddamn thing, and lots of it. At first it looked like we'd all get along just fine. But then something happened, and things got ugly. Real ugly. Those bastards attacked and we got the shit kicked out of us. Sure, we fought back, but it didn't go so well. Now the Varus have gone underground, cut off all communication. So the UE is sending us in to bury this place. Because if we can't have it, nobody can. Let the fun begin. So, und da sind wir auch schon gelandet. Wie man im Intro auch sehen konnte, geht es natürlich um Rohstoffe. Und wir Menschen wollen das natürlich für uns haben. Aber die Alien wollen es auch haben. Und ja, damit beginnt halt der Krieg. Wir gönnen es den Alien nicht, also müssen wir die Rohstoffe zerstören. So viel zur Geschichte. Und was wollte ich noch sagen? Genau, Alien Rage kommt aus dem Hause CI Games und die haben auch gesagt, so habe ich das zumindest im Internet auch gelesen, dass sie es wirklich nur als Shooter ja, bezeichnen. Also es ist nur ein Shooter, also wer da meint, da gibt es noch mehr Abwechslung, irgendwelche... ja, was weiß ich, Rätsel oder sonst irgendwas, der ist hier falsch. Hier geht es einfach nur ums Ballern. und es ist ja auch nicht verkehrt. Mir gefällt's und ich werde es einfach mal losrennen. Hier sehen wir so kleine Markierungen, die zeigen unseren aktuellen Weg an, also den wir beschreiten müssen. Wenn wir die, den linken Bumper drücken, dann rennen wir. Und wenn wir zur gleichen Zeit den rechten runterdrücken, können wir so eine Grätsche machen. Ansonsten stehen bleiben ist hier Nahkampf. Linker Trigger ist Zielen und rechter ist Feuer. Und wir haben auch eine Sekundärwaffe. Das sind solche, ja, wie soll ich sagen, Raketen, Granaten oder so. Gut. Und dann... ja, ich habe jetzt schon wieder Schiss. Es ist wirklich sehr schwer. Ladies. Can we review the game plan here? Use the element of surprise to sabotage as much of the refinery as we can, and get the hell out before the Vorce even know what hit them. No heroics. Get in, poke around, pull out, no heroics. Sounds like your idea of a perfect date. Very funny, Jack. So. Es gibt ja auch so in den Leveln gibt es auch so Kleinigkeiten, die man aufsammeln kann, Logbücher oder so Artefakte, die sind so verstreut im Level. Das gibt dann auch wieder extra Punkte. Und wie gesagt, Punkte brauchen wir, damit wir unsere Perks aufwerten können. Damit wir halt mehr Munition haben oder so. Gut, Kreis ist ducken. Und dann wird auch hier gleich die Sau abgehen. Man kann durchaus schon in den ersten Spielminuten drauf gehen. Ach, da oben sind sie ja. Also die Trophäe hatte ich schon bekommen, weil ich spiele jetzt hier mit meinem Zweit-Account, weil ich wollte alles von vorne nochmal machen. So, und hier haben wir einen Bonus gefunden. Und davon gibt es 3 Stück hier im Level. Es gibt auch verschiedene Waffen. Man ist nicht nur an diesen gebunden hier, es gibt auch noch andere. Unten links, unten rechts, da sieht man so einen gelben Balken. Das ist die Anzeige für meine Granaten, die ich habe. Denn ja, 26 Schuss im Magazin. Na. Ja, ich kann irgendwie nicht zocken und labern. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Ja, und neben diesem Kreis, wo ja die Anzahl meiner Granaten angezeigt wird und meiner Munition, sind noch 3 weitere Kreise. Das sind diese Perks, die wir nachher auswählen können, ob wir denn halt mehr Munition haben wollen oder so. Gut. Bin ich ja fast wieder in mein Verderben gerannt eben. Und wie gesagt, das ist Schwierigkeitsgrad anspruchsvoll. Und dann gibt es ja auch noch schwer und brutal. So, hier haben wir ein Logbuch oder ein Audiolog. To anyone who may be listening, detecting elevator movement is just one big terrible mistake. Oh. Not figuratively, I mean. If you're hearing this carry thee, Hope. You must find all the logs I left. Wenn man getroffen wird, wird das Bild auch so ein bisschen rötlich. UE were monitoring space around the rock and only a couple of freighters arrived since Boris took control. Which begs the question, where's all the muscle coming from to Karen Matheson? Yeah, I remember her from the staff roster. Her logs may be the key to making heads or tails out of this shit. Agreed. Need to find more. So, hier haben wir unsere Granaten. Die können wir damit wieder auffüllen. Iris, dead end. Stand by. I'm hacking the central grid. No intrusion nerve gas this time, if you please. That was years ago and an honest mistake. Ach, kommen Sie. Und wie man oben sieht, bekommen wir für jeden Abschuss irgendwie Punkte. So, hier sind auch sogenannte Fässer, die kann man auch anschießen. Lohnt sich dann immer, wenn ziemlich viele Außerirdische sich auf einen Fleck tummeln. Oh mein Gott. So, ein bisschen warten, bis sich Leben wieder erholt hat. Es gibt ein paar Frustmomente, gebe ich ehrlich zu. Ich war auch schon kurz davor, manchmal mein Pad zu beißen. Und ganz vergessen, es gibt natürlich auch Bosskämpfe und die sind, ja, wie soll man sagen, bockschwer. So, Tür haben wir auf. Ach. Ich sehe schon mein Leben schwinden. Nein, 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 nein. Geh weg. Okay. So, Munition neigt sich jetzt auch schon dem Ende. Konnte ich die nicht aufheben? Aufheben. Ah, weil ich die schon hab. Oh oh. Kurz warten. Oh. Wer schießt? Da pumpt das Herz. Grafisch ist es auf jeden Fall richtig schön. Das wird, glaube ich, so viel ich weiß, die Unreal 3 Engine benutzt. Ist auf jeden Fall schön mit den ganzen Lichtern und so. Mir gefällt Alien Rage auf jeden Fall. In English. Okay. Ja, die sind auch richtig blöd. Geh weg. Die können sich auch unsichtbar machen und sind richtig flink. Diese Mistviecher. Oh oh. Online kann man das auch spielen. Also jetzt nicht Koop, sondern so Team Deathmatch und so. Oder Deathmatch. Gekonnt drum rumgeschossen, ey. Da ging doch einer. So, können wir mal... Da war doch irgendwo eine Waffe eben. Ja, auch nicht schlecht. Aber ich... Weil ich lieber doch meine... Okay. Noch ist ja alles gut. Das sind hier Sklaven, die tun soweit nichts. Die kann man auch ruhig leben lassen. Okay. Was freischalten kann ich, glaube ich, noch nicht. Mal gucken. Spieler extra... Ne, da brauchen wir noch... Boah, mein Gott, da brauchen wir noch Punkte. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Noch einer. Da. Platsch. Da ist noch. Ah, noch ein Bonus gefunden. Eins fehlt noch. Gucken. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Oh, oh. Ja. Ich bin kaputt. Und nochmal. Glaubt mir, wenn ich sage, das ist bockschwer. Vor allen Dingen, weil das ist das leichteste... Der Schwierigkeitsgrad. Ich habe den leichtesten genommen. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Nein, nein, nein. Oh. picking up the numbers. Fine. I'll play ball. Ach, mein Herz. Da war doch eben einer. Egal. Oh, diese... Ich hasse die. Die kann man so schnell nicht sehen. Tauchen dann auf einmal auf, machen sich dann wieder unsichtbar. Diese blöden Hupen, die... So. War ja noch irgendetwas. Okay. Weiter geht's. Ja, du. So, gucken, ob ich hier noch... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay. Ich brauche mein Valium. Gut, nochmal. Also manchmal dauert das ein bisschen, wenn neu geladen wird, dass die Texturen nachgeladen werden. Aber das ist... Ja, ist nicht schlimm. Oh. Oh. Ich glaube es nicht. Das letzte Spiel, was mich zum Heulen gebracht hat, das war Demon's Souls und Dark Souls. Ja, mit Demon's Souls ging's los. Das hat mich so fertig gemacht. Und ich hatte gedacht, okay, ich werde nie wieder solche Spiele spielen, die mich so richtig so fertig machen. Aber Alien Rage, ich finde das irgendwie geil. Ja, zapp, zerrapp, rüber ab. Nice. Also Taktik gibt es hier auch überhaupt nicht. Einfach nur wildes Geballer. Ja, kommt mal rauf auf eure Brücke hier. So. Weiter geht's hier. Oh. Bam. Unser drittes. Mal her damit. Oh nein, 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 nein. Boah, du blöde Hackfresse. Audiolog. Asteroid Deimos 875. It's where we are now, by the way. A bit of history is in order, I suppose. Zumindest haben wir den Kontrollpunkt erreicht. Himmeldonner, geh weg, Mann. Munition nähert sich hier auch wieder dem Ende. Gut. Na, was haben wir denn hinter Tor 3? Den Level geschafft. Ja. Boni habe ich 3 von 3. Das gibt natürlich Punkte. Wäre natürlich noch mehr Punkte gegeben, wenn ich den dritten Audiolog auch gefunden hätte. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Ich würde mal sagen, wir zocken jetzt nochmal den zweiten Level rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Level es gibt. Ich glaube, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also man hat auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Looks like a dorm party rolled through. Doesn't make sense to just wreck the place up. Some equipment was bound to be adaptable to their tech. We need to dig deeper. Head for the pumping station. Ja, schöne Lichteffekte. Ich stehe auf sowas. Kontrollpunkt. Geh weg, Mann. Oh. Aua. Wo denn? Himmel. Ah. Lad nach, Mann. Nicht so schnell, Tom. Da flitzt doch einer. Hier. So, ich habe hier irgendwo was gesehen eben. Da. Bonus. Was? Oh. Nein, nein, nein. Audiolog. Haha. Blöder Geschützturm. Oh nein. Oh nein. Da lauert doch wieder einer. Kriege ich den nicht. Okay. Ja. Komm zu Papa. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, jetzt aber. Ah, da wuselt noch einer rum. Die tauchen so schnell auf, diese Biester. Kann auch mal vorkommen, dass man einen, halt einen übersieht. Oh, oh. So, haben wir hier noch irgendwo was vergessen? Nein, da liegt auch nichts rum. Weiter geht's. Oh, nur noch 46 Schuss. Mal kurz hier wechseln. Nein. Bitte haben Sie jetzt Mitleid. Okay. Oh, 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 oh. Das ist ein Geschützturm. Ey. Also es ist ein richtig schönes Schnetzelspiel. Und ja, ich kann es mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Wer Lust hat, einfach nur drauf loszuballern, ist mit Alien Rage gut bedient. Und hat auch noch einen saftigen Schwierigkeitsgrad. Ja. Briefing stated a Vorus science team was stationed here alongside infantry. The grunts are still here. So where are the eggheads? Maybe the big boys got hungry and ate them. Be on the lookout for more logs from Dr. Matheson and we might get some answers. Ja. So. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen, danke an CI Games für das Bereitstellen des Codes und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, Alien Rage zu zocken, kauft euch das, gibt es im Store, ich denke mal für knapp 20 € war das, ich werde das noch in die Videobeschreibung mit einfügen und ja, haut rein Leute und ich wünsche euch noch schöne Zockertage, bis dann, tschüss!